Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und wir sind heute im MotoGP 22 mit einem 2023er Mod unterwegs und ich wollte heute einfach mal ein ganz entspanntes Rennen mal fahren hier in diesem Spiel, auch wenn man davon sagen kann, ja, entspannt, je nachdem, nicht unbedingt, aber ich möchte trotzdem einfach nochmal hier in das Spiel reingehen, mal ein kurzes Rennen fahren, mal vielleicht ein bisschen über das neue MotoGP quatschen, was ja dann im Juni rauskommt. Schauen wir erstmal wegen Fahrer mal an. Was können wir denn da als nutzen? Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock auf Ducati. Ich könnte jetzt theoretisch Pol Espargaro nehmen. Oder wie wär's denn Aprilia eigentlich? Komm, weil ich diesen Typen noch nie in MotoGP gefahren bin, komm, nehmen wir Raul Fernandez. Auf der With You, nicht With You, Cryptodata RNF Aprilia. So. Ich bin noch ein bisschen vom MotoGP 22 Business gewöhnt. Da habe ich mir einen kleinen Spaß draus gemacht, aus dem Teamnamen. So, Strecke bleibt doch Jerez. Kurze Anmerkung, hier sind zwar die indische und auch die kasachstanische Flagge drin, aber die Strecken sind natürlich nicht in diesem Mod drin, sondern wir haben einmal Kimiring und einmal Aragon als Platzhalter. Ja, das als kurze Info dazu. Ich würde sagen, wir gehen aber rein in Jerez, weil Jerez ist auch eine tolle Strecke und da ist ja auch aktuell das MotoGP-Rennwochenende. Wir fahren 35%, denke mal, das reicht. Aber vom letzten Platz aus ins Rennen. Ich mache das Wetter mal wechselhaft. Es gibt noch kein hier Fleck-to-Fleck und alles und kein dynamisches Wetter, aber pff, scheiß mal drauf, gehen wir einfach rein. So, das lassen wir alles an. Auch die Ideali lasse ich mal an, damit ich weiß, wo ich bremse. Das ist noch so eins meiner Probleme in diesem Spiel. Ich weiß da nie, wo ich da bremsen soll. Aber gut, ist da halt so. Wir gehen aber jetzt direkt rein in das Rennen. Wir scheißen aufs Qualifying vom letzten Platz aus und Abfahrt. So, und da sind wir jetzt auch in der Startausstellung. Ich nehme das empfohlene Setup, was man ja sich hier auswählen lassen kann. Ich kam damit zumindest eigentlich relativ gut zurecht. Ich nehme hier aber bisschen weniger Sprit mit. Nur ein bisschen weniger. Und ich würde sagen, dann gehen wir auch direkt mal auf die Strecke. Das passt soweit alles. Und ja, wir schauen uns mal ein bisschen hier das Ganze an. Hier sind auch schon die offiziellen Bilder von der 23er Piloten auch drin in diesem Mod. Das finde ich auch ganz cool, ehrlich gesagt. Wir haben zum Beispiel Joan Mir auf der Honda, Alex Rins auf der LCR, Pol Espargaro auf der Tektroa. Also der Mod ist da halt schon fortgeschritten. Die Ampeln sind jetzt geschaltet. Und los geht's. Wir sehen auch hier, einige Lackierungen sind natürlich noch nicht fertig. Ich glaube, der Mod wurde auch zuletzt vor einem Monat oder so geupdatet. Also ich erwarte jetzt eh nicht mehr so viel Arbeit. Oh Gott. Ja. Und direkt schon der erste Crash. Auch nicht schlecht. Das war, glaube ich, Jorge Martin, wenn ich es richtig gesehen habe. Also geht ja schon direkt gut los. Fernandez. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ich erstmal die Startphase überleben, bevor ich was groß sagen kann. Das ist so der kritischste Teil eigentlich, weil Tank ist noch so halbwegs voll. Die KI sind auch natürlich auch wie immer sehr aggressiv. Perfekt. Oh Lord, da crasht noch einer raus. Ich habe leider nicht mehr gesehen, wer es genau war. Es war auf jeden Fall eine Aprilia. Also von daher. Huiuiui. Sehr zittrige Angelegenheit. Nee, aber warum ich auch dieses Video jetzt nicht gemacht habe. Erstmal, weil das Jerez-Wochenende ja ansteht im MotoGP. Und weil ja auch das MotoGP-Spiel schon ein bisschen angekündigt ist. Und ich habe ja bisher auch gar nichts dazu gesagt, hier auf YouTube. Ja, von daher nutze ich jetzt so die Gelegenheit, das Rennen zu fahren, einfach ein bisschen darüber zu quatschen, weil ich habe so ein paar Gedanken zu diesem Spiel und die möchte ich einfach mal ein bisschen loswerden. Also, ja, im Grunde, meine Hauptmeinung ist ja, es ist ja wie eigentlich schon in Jahren zuvor, nur so ein Mini-Update. Das ist ja auch ein Sportspiel, deswegen auch keine große Überraschung. Wenn der Alex Marquez da ziemlich langsam reinfährt, danke.
Ich muss aber sagen, cool, dass sie jetzt dieses Flag-to-Flag reingebracht haben mit diesem dynamischen Wetter. Das finde ich sehr cool tatsächlich, auch sehr lobenswert. Also das ist eigentlich mein Hauptaugenmerk diesem Spiel, ehrlich gesagt. Allerdings bin ich da noch ein bisschen skeptisch, wie das dann in dem Spiel laufen wird, weil ich weiß noch aus Erfahrung von Ride 4, da gab es auch dieses Feature, also gab es auch dynamisches Wetter. Nur das Problem da, aus meiner Sicht, war, dass die Softs viel zu, also dass einmal die Slicks viel zu viel Grip hatten. Und das war dann doch am Ende nicht ganz so toll umgesetzt, fand ich persönlich. Es war nett, dass es drin ist, aber ja, es war halt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt Weltklasse. Aber andererseits auch natürlich löblich, dass dieses Feature auch online drin ist, weil ich denke mal, da wird es deutlich besser funktionieren als gegen die KI. Ich habe ja auch schon ein bisschen Gameplay reingezogen. Und ich persönlich finde ja, dass die KI da ein bisschen ihre KI-Momente wieder hat. Also es ist da wirklich noch nicht ausgereift. So war mein Eindruck. Gut, das können wir natürlich sagen, es ist Beta, es ist Work in Progress. Die werden da bestimmt noch was machen. Nur ehrlich gesagt, beim Milestone-Spielen heißt es nichts, weil... Junge, hallo, ich bin noch neben dir, Marquez. Beim Milestone-Spielen heißt es eigentlich nicht wirklich, dass sie das dann wirklich fixen, weil... Milestone und Fixes ist, kommt nicht so einfach. Also von daher bin ich mir doch ziemlich unsicher, was ich darüber denken soll. Ja, dann zum Karrieremodus, da haben die auch was Neues eingeführt, irgendwie so ein Rivalensystem über Social Media, was sie da eingeführt haben. Das soll angeblich auch die KI im Rennen dann beeinflussen, je nachdem, wie stark du mit dem anderen halt eine Rivalität hast. Finde ich mal eine nette Idee tatsächlich, wenn es in der Praxis dann auch funktioniert. Könnten ja auch ganz spannende Karriererennen daraus folgen. Gut, ich erwarte jetzt natürlich nicht so eine Ingame-Rivalität wie Rossi oder Biaggi damals. Oder, keine Ahnung, Marquez gegen jeden. Aber ja, finde ich mal ein nettes Konzept. Nur das, was mit diesen Turning Points auf sich hat, das verstehe. Oh Gott, da kriege ich die Kurve nicht. Ja, das war zu erwarten. Upsi. Und schwuppdiwupp sind wir schon wieder ganz hinten. Oh Mann. Nee, aber es ist halt, also. Ich bin da noch nicht so ganz überzeugt von dem, was ich da höre. Es klingt ja teilweise echt nicht schlecht. Wie gesagt, Rivalitäten, gar kein Problem. Finde ich auch ein nettes System. Das war ja auch damals in Nesca-Spielen auch so groß. Du hast ja dieses Rivalensystem gehabt oder halt, dass du einen Verbündeten quasi hast, mit dem du halt zusammen draften konntest. Oder halt, dass er dir eher geholfen hat, als jetzt, sagen wir mal, jemanden, dem du halt verfeindet warst. Das war damals auch schon ein nettes System. Aber... Es ist Milestone. Ich weiß aus mittlerweile schon mehreren Spielen Erfahrung, dass Milestone entweder Sachen sehr halbherzig umsetzen wird oder halt, wenn, dann halt nicht gut. Oder zumindest nicht das, was man eigentlich daraus ableiten würde. Also von daher, da bin ich noch ein bisschen sehr skeptisch. Zu einer Sache, die mich jetzt schon abfuckt. Wir werden wieder zum Launch keine Moto 2, Moto 3 Liveries haben aus der aktuellen Saison. Also wir werden wieder Platzhalter haben. Jetzt kommt natürlich bestimmt der Erste, sagt so, wen juckt das? Ich sag's mal so, wenn du Karrierespieler bist und nehmen wir an, du möchtest so eine Serie machen, so, den du halt so eine Road to Glory machst. Du halt von ganz unten anfängst. Dann will ich doch eher die aktuellen Lackierungen haben, als irgendwie letztjährige Lackierungen, die dann halt in ein, zwei Monaten wieder gepatcht werden. Also weiß ich jetzt nicht, was das soll. Das ist dann wieder so ein bisschen Quatsch, was sie da wieder gemacht haben. Ich meine, es ist schön, dass es jetzt im Juni rauskommt. Aber es ist ja trotzdem im Grunde dann eine blödsinnige Entscheidung, dann wieder die Nachwuchsklassen wieder erst im Nachhinein zu patchen.
Ich frage mich auch, woher das kommt, weil ich meine, die haben ja MotoGP 19, ein Spiel, welches ich wirklich noch immer liebe eigentlich, haben die das wirklich noch gut hinbekommen und haben die eigentlich aus meiner Sicht das alles noch richtig gemacht, haben die Lackierung auch zu Release gebracht. Gut, die KI war anfangs in 19 noch total verbuggt, keine Frage. Aber da haben die es ja hinbekommen. Also, ich frage mich, was sie da jetzt da komplett verloren haben. Wenn die es jetzt auf Corona schieben, ja. Weiß ich jetzt nicht. Also, würde ich jetzt nicht darauf schieben wollen, ehrlich gesagt. Und noch so eine Sache, die mich ehrlich gesagt abfuckt. Wir werden nur Crossplay zwischen den Konsolenspielern haben. Also PlayStation und Xbox können gegeneinander spielen. Und der PC bleibt da alleine außen vor. Jetzt mal ernsthaft. Also, ich verstehe wahrscheinlich die Fraktion, die einfach will, dass PC-Spieler halt nicht cheaten, so alles. Aber was ist dann so schwer, einen Anti-Cheat einzubauen für den PC und die PC-Spieler dann trotzdem mit Konsolenspielern zusammenspielen zu lassen? Das verstehe ich ja einfach nicht. Sollte eigentlich kein Problem sein. Aus meiner Sicht zumindest. Also, ich bin zwar jetzt kein Entwickler, aber eigentlich stelle ich mir es relativ einfach vor. Warum fährt Binder eigentlich so langsam? Hat der Schaden? Was hätte die KI auch in Heres für Linien? Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Warum die KI auf manchen Strecken einfach so total doofe Linien dann wählt. Guck mal hier. Binder cuttet die Kurve fast und... Also, bitte dich. Ja, dann was ich auch bei den Gameplays gesehen habe zu 23. Wir haben jetzt Binder da schön stehen lassen. Hoffentlich, wie cool wir jetzt kriegen. Ja, doch, kriegen wir. Perfekt. Ja, was mir aufgefallen ist, das Handling scheint ein Ticken schwerer geworden zu sein. Also, gefühlt... Bei jedem Content-Creator, wo ich mal reingeschaut habe, die haben es ja doch teilweise echt schwer getan. Also, ich schaue ja dann meistens eher die Videos in Robo 46 und selbst er hat da Probleme gehabt. Ja gut, am Anfang ist ja logisch, bei neuen Spielen so alles. Aber da scheint es doch vielleicht was getan zu haben. Ich hoffe allerdings jetzt nur, wirklich, das ist jetzt, klingt vielleicht aus Sicht von manchen Leuten eher lächerlich, aber ich hoffe... Das ist dann wirklich, dass die Optionen, die sie jetzt eingebaut haben, so als Hilfe, doch den Casuals wirklich entgegenkommen, weil ja, es ist ein offiziell lizenziertes Spiel und von daher sollte man eigentlich erwarten, dass das so auch für Casuals gemacht worden ist. Gottes Willen, ich krieg die Kurven noch wieder gar nicht. ich erkläre es mal ganz kurz. Also, die Formel 1-Reihe, gut, die kritisiere ich ja auch schon seit. Vor allem seit 21 jetzt stark. Aber die haben es trotzdem eigentlich geschafft, ein Handling-Modell zu erschaffen, während Binder sich jetzt hingelegt hat. Aber die haben ein Handling-Modell erschaffen, was den Casuals dann doch eher entgegenkommen könnte. Also, da haben sie einen Mix gemacht aus Anspruch und Casual. Warum kriegt das MotoGP hier nicht hin? Und das ist ein Spiel, was eigentlich für den Massenmarkt bestimmt werden sollte. So könnte man doch auch für den Sport vielleicht neue Fans gewinnen, wenn das offizielle Videospiel dann auch die Casuals anspricht. Und aktuell ist es halt echt nicht der Fall. Weil wenn ich dann sehe, wie viele Leute da mit dem Spiel Probleme haben. Klar, man sollte jetzt nicht, also aus meiner Sicht nicht in die Richtung gehen wie Climax damals mit diesen MotoGP-Spielen. Ich habe das ja heutzutage, ich habe das mal wie letztes Jahr nochmal gespielt. Also aus meiner Sicht sind die furchtbar gealtert. Also ich komme damit überhaupt nicht klar. Aber halt wirklich so ein Spiel entwickeln oder halt so ein Modell entwickeln, wo auch die Casuals ihre Freude haben könnten, das wäre Oma. Würde den Sport gut tun, das würde den Spielen auch gut tun. Und da hätte jeder was davon. Wenn man dann noch so ein Promos einbauen würde für halt die Hardcore-Schwitzer, die halt dann den Realismus halt brauchen. Warum kann man nicht sowas machen? Das wär, da würde sich auch jeder darüber freuen. Ah gut, wahrscheinlich stehe ich damit so eher alleine da. Aber
Gut. Ist da halt auch mal so. Aber ich sag's mal so, ich glaube, die Pros, die spielen nämlich eher lieber GP-Bikes als durch dieses MotoGP-Spiel. Vor allem, das hat sich ja jetzt in den letzten Jahren ja auch so entwickelt. Da gibt es ja jetzt auch unzählige Meisterschaften, so wie ich jetzt gesehen habe. Also GP-Bikes ist da auch schon ein bisschen im Kommen. Aber ich sag ehrlich, für mich ist jetzt zum Beispiel GP-Bikes jetzt nicht so mein Spiel. Sage ich aber auch ehrlich, weil ich bin nicht so der Freak, der jetzt so krass mit Motorrädern umgehen kann. Das sieht zwar jetzt hier im Spiel relativ gut aus, teilweise. Also, was heißt gut? Also, es sieht akzeptabel aus, finde ich. Aber wenn ich mich jetzt in GP-Bikes zerklemmen müsste, würde ich nur Probleme haben, weil GP-Bikes eben nicht mein Spiel ist. Es ist halt dann auch für mich zum Beispiel viel zu kompliziert. Aber ich bin auch nicht Teil der Zielgruppe für dieses Spiel. Muss man auch fairerweise sagen. Aber ich verstehe, warum das Spiel so mal populär ist. Das verstehe ich auf jeden Fall. So, letzte Runde jetzt. Vielleicht können wir noch ein bisschen hier Miller attackieren. Schauen wir mal. Nein, untersteuern. Bevor jetzt irgendwer fragt, nein, ich werde dazu keine Karriere machen auf YouTube. Vielleicht auf Twitch, aber nicht auf YouTube. Hier auf diesem Kanal mache ich sowas nicht mehr. Der, was macht Vinales da? Hat es jetzt nochmal hingelegt oder was? Oh nein, das war riskant. Ich sag deswegen riskant, allein weil die KI dir gerne aufs Hinterrad fährt und das ist eine sehr große Gefahr im MotoGP-Spielen. Wow! Holy shit! Alter, war es knapp! Ich hätte mal das Spike verloren, ich pack's ja nicht. Huiuiui! Aber ey, wir haben das Rennen beendet. Wup, wup. Und das nur knapp außerhalb der Top 10, also. Ja. Oh, irgendwas hat beinahe bitte für einen Abstand, Alter. Fernandes auf 4. Nakagami auf 5. Yo, was macht mir auf der 6? Ich bitte dich. ja, Moto. Guck dich die Anzahl der Ausfälle an. Was ist das denn? Dazu sage ich einfach nur MotoGP 22 Prime. Also, guck dich die Ausfälle mal an. Alter, so viele haben sich weggecrashed. Krass. Das würde ich eigentlich von Kota erwarten, aber nicht hier von Jerez. Naja. Gut, dann würde ich sagen, war es auch für diesem Video. Ich hoffe, meine schlechte Fahrweise hat euch ein bisschen unterhalten. Also nennen wir es mal schlecht. Also es war Durchschnitt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich überlege mal, vielleicht was Gutes. Vielleicht spielen wir wieder nochmal MotoGP oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.